Jo, servus Freunde, ich begrüße euch und in dem Sinn würde ich euch einmal wieder was Neues vorstellen. Es leuchtet euch wahrscheinlich gerade entgegen und zwar es handelt sich um eine neue Taschenlampen von der Firma Olight und es geht um eine Neuvorstellung, nämlich die Perun Mini und was die jetzt in sich hat, zeige ich euch jetzt gleich ein bisschen mehr. Ja Freunde, da liegt das gute Stück jetzt vor mir, diese Olight Perun Mini, also was ganz was Neues, was erst jetzt da rauskommt. Und zwar ist da jetzt wieder so eine Sale-Aktion geplant von Olight. Die läuft am 22.06. startet die und diesmal nicht erst um Mitternacht, sondern weil viele gewünscht haben schon früher, also startet die ganze Aktion schon um 20 Uhr. Also man muss jetzt nicht bis Mitternacht munter bleiben, dass man einer der Ersten ist, sondern es reicht, wenn man um 20 Uhr noch draufklickt. Ja, das Ganze rennt den ganzen Tag bis am 23.06., also bis am nächsten Tag um 23.59 Uhr. Ja, das ganze Ding ist wirklich super. Also am Anfang, wie es gekommen ist, haben wir gedacht, naja, klar. Aber ich muss gestehen, das da ist wirklich der Hammer. Ist auch eine limitierte Edition, weil es in Orange ist. Das Ganze gibt es aber auch noch in Schwarz. Die Orangene kostet jetzt in der Aktion 58,77 und die Schwarze kostet 54,57. So in der Art nagelt es mir jetzt nicht genau fest, ich weiß jetzt die Preise nicht 100% auswendig. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Es gibt natürlich auch wieder bei der Aktion wieder Bundeln mit verschiedenen anderen Lampen. Einfach mal reinschauen, dann seht ihr, was da alles gibt. Ja, es gibt da noch eine Aktion dazu, aber dazu noch später. Zeige euch dann noch mehr, was da ist. Wir werden das Ganze jetzt einmal ganz einfach auspacken. Schauen wir mal rein, was alles dabei ist im Lieferumfang. Wir haben wieder Olight typischer schöne Beschreibung, auch in Deutsch, wo man alles genau beschrieben sieht, finde ich immer optimal. So, wir werden das da mal ausladen, was wir da alles drin haben. So, da auf der Rückseite das wunderschöne Lamperl. So, lassen wir das mal auf Zeiten. Ja, kommen wir mal zum Lamperl. Ihr seht es, das ist diesmal eine mit Seitenauswurf quasi, also nicht normal was vorne, sondern ich sage jetzt Seitenauswurf dazu. Ah, man sieht da gleich wieder magnetisch zum Boden, hat sich gerade von allein gekoppelt. Und ein super Zwei-Wege-Clip wieder, den was man von der einen Seite klippen kann. Jetzt zeige ich das da einmal besser. Von der einen Seite oder von der anderen Seite. Ich blende euch dann noch ein paar Büdel rein von der Tragemöglichkeit, was das ist. Der Clip wurde auch diesmal sonderlich verbessert. Der hat da jetzt noch so eine kleine Nase drauf. Das heißt, der kann da wirklich nicht mehr ausrutschen. Das kann gar nicht sein. Der ist da in einer Führung herin und das ist wirklich pipi feins gemacht. Ist wirklich relativ klein. Also das Ding, das ist Daumengröße, würde ich sagen. Also, Wahnsinn. Aus- und Einschalter haben wir um. Funktioniert jetzt natürlich nicht, weil, genau, ihr wisst es, da ist ja noch eine Sicherung drin, nämlich diese Transportsicherung. Die müssen wir jetzt einmal entfernen. So, das will ich mal schnell weggeben, dass man es nicht verliert, weil ich bin im Wald. Ich mache das Vorstellung extrem weit, weil da gehört das Teuer hin, zumindest in die Natur. Und ja, was ich noch dazu sagen will, wir haben da eine Leuchtweite von etwa 100 Meter, soll die leuchten. Also das ist schon ein Wahnsinn, was das kleine Lamperl kann. Und ich habe es noch nicht testen können, die Leuchtweite. Ich habe es nur im Garten eine Nacht erst machen können. Es ist ja alles noch nicht ganz ausgegangen. Die ganze hat 52 Gramm, also das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Und einen Akku haben wir diesmal verbaut. Natürlich wieder ein 3,7 Volt mit 550 mA.
Und dieser Akku nennt sich IMR16340. Der wird jetzt wieder ganz was Neues sein. Der ist auch in 70 Minuten geladen mittels den Adapter da. Ja, was haben wir da jetzt noch dabei? Das Adapterkabel, so wie bei jeder Lampe. Dann haben wir ein Lanyard wieder dabei, was bei der kleinen Lampe ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man es nicht verliert, aber man kann es natürlich immer wieder anklipsen, was ja dran ist. Dann haben wir noch eine Einfädelhilfe, das finde ich auch super. Also sowas, wer mal versucht hat, so ein Lanyard zum Einfädeln in so kleine Löcher, da ist schon sehr fraglich. Also die Einfädelhilfe, top, gute Idee, muss ich feststellen. So, und jetzt kommen wir zu einem geilen Teil, was auch dabei ist, nämlich da kann ich die Lampen einklippen. So, da kann ich es einklippen und kann sie um 60 Grad verstellen und das Ganze ist eine Patchfläche. Na, ist das nicht super? Eine Patchfläche. Da ist einmal wirklich super durchdacht, das Ganze. Gefreut mich wirklich immens. Also, das ist meiner Meinung nach voll durchdacht diesmal. Ja, die Glättfläche passt natürlich überall drauf. Ich blende euch jetzt ein paar Bügeln ein, wo sie jetzt zum Beispiel bei mir daheim schon überall drauf gepoppt habe. Ja, das waren jetzt ein paar Bilder, wo man die überall drauf poppen kann mit dem Glättbandel. Oder auch natürlich nur mit dem Clip selber, der, was natürlich auch ausreicht. Aber in der ganzen Aktion gibt es jetzt noch, wenn man will, wirklich, um 1 Euro. Ich weiß nicht, was sonst reell kostet, aber sicher ein bisschen mehr. Ein schönes Bundle dazu, ein Stirnbundle, mit einer Glättfläche, wo man dann den Patch natürlich sicher schön draufbringen kann, seine Lampen dann montiert und hat es als Kopflampen, kann es natürlich so auch verwenden. Also, echt super, wie gesagt, gibt es jetzt im Angebot dazu um 1 Euro. Also Freunde, nehmt euch das gleich mit auch. Das ist nicht die Welt und das kann man sowieso immer brauchen, sage ich mal. So, dann ist natürlich sowieso klar, dass die Unterseite wieder magnetisch ist. Ich habe jetzt leider nichts im Wald, außer vielleicht mein Urbandel, wo man sieht, das ist magnetisch wieder, kann man überall drauf geben. Motor haben, Autodeckel hinten, wo man alles beleuchten kann, oder beim Raffenwechseln auf der Seite am Kotflügel. Also die Lampe ist so vielseitig einsetzbar, die hat mich wirklich voll überzeugt. Also, die ist gigantisch. Für die Größe, was die leistet, ein Wahnsinn. Ja, und zusätzlich, wenn ihr jetzt eine Lampe kauft, dann gibt es noch was dazu. Nämlich von Olight das Multitool. Also ich finde das auch super. Also mir hat das auch sofort gefallen. Da ich ein Radlfahrer bin, ist sowas sowieso immens brauchbar. Als Schlüsselanhänger, also wirklich super. Wir haben da verschiedene 4-6-Kant-Schlüsseln zum Aufmachen. Wir haben da einen Spachenschlüssel zum Nachziehen drauf. Finde ich überhaupt super. Eine Maßeinheit ist noch oben. Okay, das würde ich vielleicht ein bisschen bemängeln, weil Inch in Europa werden wir nicht brauchen. Da waren wir Zentimeter schon lieber, aber okay, wird man vielleicht auch nicht so brauchen. Dann haben wir da vorne noch einen Schraubenzieher, also einen kleinen mit einer Zacken. Oder wenn man braucht, alle zwei für einen größeren Schrauben. Also ich finde es echt gut. Dann haben wir noch zum Aushebeln für einen Nagel oder was. Und ich denke, das ist da relativ scharf. Schauen wir mal, wieder mal was. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber ich glaube, das hat eine gute Schneide. Ja. Da kann man auch einmal was anschneiden auch damit. Finde ich auch gut. Schlüsselring dazu, gehört am Schlüssel drauf. Freunde, hat man immer eingesteckt und ist sowieso super, denn das so. Ist gratis dabei. Das Ganze ist natürlich alles limitiert, das muss ich auch sagen. Keine Ahnung, wie viele Stickeln es davon gibt. Wer natürlich als erstes kommt, mal das erst. Ja, gehen wir zu der kleinen vielleicht noch mal retour. Die ist natürlich EPX8 wasserdicht, also hält schon einiges aus unter Wasser.
ist für 1,5 Meter sturzsicher und dadurch, dass das Glas da alles verbaut ist, zurückgebaut ist, kann da eigentlich ja gar nichts passieren. Da kann ja wahrscheinlich ein Panzer drüber fahren. Und weil ich jetzt auch in der Natur heraus bin, werde ich noch ein paar Bildung einblenden von der Perun Mini in der Natur, wo sie sich natürlich hinkommt und am wohlsten fühlt. Ja, soweit so gut zu der kleinen Perun. Ich zeige euch jetzt noch einmal einen Vergleich. Ihr werdet wahrscheinlich diese große Perun noch kennen. Das war eigentlich ihr Vorgänger. Und wenn man sich das jetzt einmal anschaut, den Größenunterschied, das ist schon schön gewaltig, würde ich sagen. Ist natürlich auch gewichtsmäßig ein ordentlicher Unterschied. Ja, die Perun, die große hat ja 115 Gramm und die kleine hat ja nur 52, also diese um die Hälfte leichter. Klar, man darf die beiden nicht miteinander vergleichen, weil das war Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber ich finde, das kleine Teil ist wirklich gewaltig und was die leistet, das ist wirklich der Oberhammer, was die schon aus solchen Taschenlampen rausbringen. Ja, Freunde, in dem Sinn würde ich jetzt noch ein paar Büdeln von Nacht einblenden, was ich da gemacht habe. Ja, Freunde, wir haben jetzt da halbe Elfe. Ich stehe jetzt bei mir im Garten. So 5 Meter hinter mir ist eine Straßenlaterne. Dadurch schaut es hier vor mir ein bisschen rötlich aus. Und wir fangen jetzt einmal an mit dem Moonlight-Modus mit 2 Lumen. Und ja, da sieht man eigentlich schon, vor mir steht so ein Essigbaum, da ist ein kleiner Strauch. Links daneben sieht man eine Garage und da ist auch noch ein kleiner Strauch. Also die 2 Lumen sind schon nicht schlecht. So, jetzt haben wir ein Loh mit 15 Lumen. Und ich sage, es ist vor mir alles relativ hell. Macht sich wirklich gut. Medium mit 65. Jetzt ist schon wirklich alles sehr schön ausgestreut. Alles herrlich. So, dann haben wir aber noch High mit 250. Da ist wahrscheinlich die Garage schon überstreut auch. Da nehmen wir alles hübsch ausgeleuchtet. Und jetzt noch mit der Turbo mit 1000 Lumen. Also Freunde, da wird die Nacht zum Tag. Und das Ganze mit einem irrsinnig kleinen Lamperl. Gewaltig. Ja, der Schein soll ca. 100 Meter weit leuchten. Kann ich da jetzt im Garten nicht wirklich sagen. Aber es ist ein richtiger schöner Bratsch. Ja, Freunde, das war es einmal wieder von der Vorstellung von der kleinen Perun Mini. Wie gesagt, ich habe mich wirklich voll überzeugt. Ich war am Anfang skeptisch bei so einem kleinen Teil, obwohl diese kleinen ja wirklich gut sind. Ich habe ja auch noch diese kleine OLED, die S1R Baton 3. Und ich muss nicht sagen, die hat mich viel mehr überzeugt, weil ich den seitlichen Lichtausgang viel lieber habe bei so kleinen Lampen, weil du die wirklich überall einsetzen kannst, am Kaperl, wurscht wo. Wobei die kannst du halt nur so vorn drauf. Ja, und ich wollte eigentlich am Anfang diese verlosen, weil ich eigentlich gedacht habe, naja, die kommt irgendwie nicht so gut bei mir an. Hat mich aber jetzt voll überzeugt. Also die ist wirklich so ein super Teil, dass ich die sicher nicht mehr aus der Hand gebe. Und noch dazu, das Orange gefällt mir auch sehr gut. Blau ist für mich die überwältigendere Farbe, die habe ich am allerliebsten. Aber das Orange sieht man überall in der Natur, wenn man es mal hinlegt. Gefällt mir wirklich gut. Und als kleine Aktion wäre ich dafür mein S10R Baton 3 verlosen. Ich habe die jetzt circa ein Dreivierteljahr. Schaut natürlich aus wie neu. Hat dieselben Stufen wie die Mini. Und von daher, wenn einer diese Dreier haben will, die kleine, verlose ich die gerne am Anschluss. Was müsst ihr dafür machen?
gar nicht so viel. Ihr schreibt es ganz unten in der Beschreibung bei euch einen Kommentar dazu. Hashtag ich will haben. Ich schreibe euch das dann am einer. Und dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Und es kriegt von mir die kleine natürlich gratis. Schicke euch zu. Ja, Freunde, okay, das war es einmal wieder im Großen und Ganzen. Vergesst nicht, wenn ihr so ein Lamperl wollt, am 22.06. ab 20 Uhr seid ihr dabei. Stückzahlen sind natürlich begrenzt. Und bis 23.06. um 23.59 Uhr, dann ist der Sale vorbei. In dem Sinn wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß und man sieht sich.